klopf. Erika. Ich habe hier die ganzen Sachen von der Erwerbsminderungsgeschichte bei der HKU. Eigentlich wollte Herr Becker die. Soll ich das jetzt mit Ihnen? Jo, das sollen Sie, Frau Burschett. Immer rein mit dem Plunder. Ja, ich müsste jetzt eigentlich nur wissen, ob ich das als primäre Quote rechnen soll oder pauschaliert über die Zweier. Mhm. Hier. Da. Mhm. Ja. Wissen Sie was? Erika, das können Sie machen wie der Pfarrer Aßmann. Hm? Pfarrer Aßmann, der macht das immer wie der Pastor Nolte. Und der Pastor Nolte, der macht das immer so, wie er wollte. Ach so. Ja? Nee, also das macht schon Spaß, wenn man so hochgespült wird und merkt, oh, ich bin ja wieder ganz oben. Muss ich schon sagen. Ja, aber das halte ich jetzt nicht für zwingend nötig, Herr Wehmeyer. Nach allem, was ich in der letzten Zeit über Sie gesehen und gehört habe, halte ich das für sehr nötig, dass ich mir selber ein Bild über Ihre Abteilung mache, bevor der Wippermann kommt. Mm. Die Sache ist doch die, Herr W. Naja. Das Schaf. Wovor hat das Schaf mehr Angst? Vom Schäfer oder vom Schäferhund? Das meine ich. Und ich werde die das schon auf Vordermann bringen. Da müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Ne? Da herrscht hier schon ein ganz anderer Ton, seitdem ich da das Sagen habe. Ja? Und ich werde auch in Zukunft, solange ich hier am Ruder bin, werde ich... Das ist nicht meiner. Also, Tanja meinte, ich muss nur halt mit dem, der muss mal raus. Also, das glaube ich jetzt aber mal gar nicht. Da werden wir aber noch mal drüber reden. Ja, Ulf. Ich wollte dem Ulf nur ganz kurz hier. Das sind diese Plastiktütchen, ja? Da kannst du so reingreifen und dann kannst du so, das nimmst du das Häufchen so, kannst du das in die Hand nehmen dann. Dann dreht man. Ja, wenn er die jetzt nicht mitnimmt, dann muss er den Haufen dann so. Und das. Oh, die. Ulf! Ulf! Ja, aber. Die beiden Triefnasen sind ja jetzt Gott sei Dank nicht repräsentativ für. Wehmeyer. Das ist alles noch viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, aber so kleine Fehlerchen gehören noch dazu. Das ist sonst wie bei einer Flöte ohne Löcher, ne? Da kommt ja auch nichts raus. Mitarbeiter lagern kistenweise Privateigentum in ihren Räumlichkeiten. Ulf, es ist ein Problem, Ulf. Ja, weiß ich auch nicht, wie lange der noch tragbar ist. Sie halten einen Hund in der Abteilung. Ernie. Der Wippermann muss für den Hund stehen, dann ist hier Feierabend. Ja, beim Ernie, da muss man sich auch mal überlegen, wie lange der noch gehalten werden kann. Ne? Nein. Ah, ja. Nein. Ah, ja. Für Sie ist dann Feierabend, Stromberg. Für Sie. Das ist Ihre Abteilung. Ich übernehme für diesen Saustall keine Verantwortung, das sage ich Ihnen. Ja, aber... Und das sage ich auch der Zentrale. Das jetzt doch alles über die Zweier pauschalieren? Die ganzen Erwerbsminderungssachen? Ja, sicher. Ich habe den ganzen Scheiß aus der Buchhaltung zurückgekriegt. Aber Sie haben doch gesagt, es wäre egal, wie... Ach, egal, egal. Egal ist 88. Also egal ist Ketchup mit Tomatensoße. Egal ist Onkel Otto. Das hier ist das Gegenteil von egal. Das hier ist nicht egal.